Ja, liebe Medienvertreter, nach dem Heimspiel der Adler Mannheim gegen die Schwenninger Wild Wings begrüße ich euch recht herzlich zur abschließenden Pressekonferenz. An meiner Seite sitzen wie immer die beiden Cheftrainer, Paul Thompson zu meiner Rechten und Pavel Groß zu meiner Linken. Und auch heute Abend gebührt natürlich das erste Wort dem Gästetrainer. Mr. Thompson, congrats on a big win tonight. Your statement, please. Thank you. Coming in here, we knew we were playing a very high caliber quality team, and we wanted to slow the game down. That was kind of our game plan. We didn't want to go head to head with Mannheim today, and I think we did a pretty good job of slowing it down in certain instances. And of course, we're gonna have to take some pressure. And Dustin made two or three massive saves on the penalty kill in the second period. But we got the lead, and then when the game tied up at the end of the first period, we had to absorb some pressure in the third. I thought our penalty we killed towards the end of the third period kind of inspired the bench and gave the bench energy. And we talked at the end of the second period that maybe we'll get one, two, three scoring chances in the third period. And as the longer the game went on, I know the feeling at home. You want to push, you want to get that goal. And we countered and came the other end, and Sopanen scored a great late winner for us. And then, 6-on-5, I thought we were committed there. But it wasn't pretty from our point. We didn't intend it to. And you have to ride your luck against a team of this caliber at times. But I tip my hat to my players today and their commitment and their responsibility that they played with. Thank you, Mr. Thompson. Ich fasse das kurz zusammen. Er wusste natürlich, dass Mannheim eine ganz, ganz starke Mannschaft ist, auf was sie sich hier einlassen, wenn sie hierher kommen. Deswegen waren sie auch nicht gewillt, irgendwie 1-gegen-1 zu ziehen, sondern eher ein bisschen zurückgezogener zu agieren. Dustin hat ein paar sehr, sehr starke Saves gemacht, immer wieder im ersten, zweiten und natürlich auch im letzten Drittel. Und sie wussten auch, dass sie immer wieder die Druckphasen der Mannheimer überstehen mussten. Und dann zum letzten Drittel, ja, war ihnen klar, dass sie nicht viele Chancen im Schlussdrittel bekommen würden. 1-2 vielleicht, und dann hat Sopan dieses wichtige Tor gemacht. Er spricht trotzdem von einem etwas glücklicheren Sieg seiner Mannschaft, zieht aber trotzdem den Hut. Pavel, dein Statement. Ja, guten Abend. Glückwunsch an den Polen und die Trainer und die Schwenningener Mannschaft zu dem Sieg. Ja, klar haben wir uns ein bisschen anders vorgenommen. Wir wussten, dass die Mannschaft unangenehm ist. Das haben wir schon in dem letzten Spiel in Schwenningen gesehen. Schade, dass wir einfach so kurz vor Schluss, 2,5 Minuten, wieder das Gegentor bekommen, weil wir da einfach richtig passiv geworden sind. Sopanen läuft eigentlich von der eigenen blauen Linie, schießt er zwischen Topola Circle blaue Linie, und wir sind einfach nicht da. Das ist einfach nur passiv. Das ist schade. Wir wollen aber jetzt nicht irgendwie Einzelfehler kritisieren. Wir waren läuferisch heute nicht so. Ich würde mir natürlich auch unsere Mannschaft wünschen, dass wir mehr beweglicher sind, mehr eigentlich läuferisch sind. Chancen haben wir was gehabt, da war was, aber es war nicht entschlossen genug. Sind auch so Spiele, ja, klar, manchmal ist man ein bisschen müde, nicht mehr noch nicht so im Spiel, aber es sind auch so Spiele, diese 1-1-Spiele, wo du auch Leute brauchst, die normalerweise keine Tore schießen, also diese Leute, die endlich vielleicht ein oder zwei Tore haben, dass die irgendwann mal auch was schießen, nicht nur auf die Big Names, dass wir uns einfach nur gucken, aber auch Leute, die den Unterschied auch machen, jetzt können sie spielen, jetzt haben sie die Möglichkeit, in 2 Wochen wird das ganz anders aussehen. Und diese Leute brauchen wir auch. Und wir sind, was meine Mannschaft, wir werden verlieren zusammen, wir werden gewinnen auch zusammen. Aber da brauchen wir auch jeden und alle 12 Stürmer, alle 7 Verteidiger. Das brauchen wir für einen Sieg, egal gegen welche Mannschaft. Danke. Vielen Dank, Pavel, für dein Statement. Gibt es an dieser Stelle Fragen? Ja, Nachfrage an Pavel. Wie viel hing von dem heutigen Spiel ab, wie ihr am Sonntag aufgetreten seid? Also wie viel Kraft und auch Emotionen und Spannung hat das gekostet, das Spiel gegen Nürnberg? Na gut, kostet immer Kraft. Das ist ja klar, wenn du 0-3 hinten bist und du musst kommen und kommen und kommen, kostet das Kraft. Das ist ja klar. Aber deswegen sage ich, da können auch die Leute, in Anführungsstrichen von der zweiten Reihe, können die natürlich auch den Unterschied ausmachen. Warum nicht? Wir können nicht nur auf die Big Names uns verlassen, das ist ja klar.
kostet Kraft, natürlich kostet das Kraft, aber das sind wieder 3 Tage her, es interessiert keinen. Ja, wir spielen am Freitag in Krefeld, am Sonntag wieder. Da muss man einfach gucken, wir trainieren auch in der Zeit nicht so viel, es ist auch nicht so viel Zeit, aber wenn diese Zeit kommt um 5 Uhr oder um 17 Uhr oder 7:30 Uhr, dann müssen wir da sein und marschieren einfach. Hier vorne war noch eine Meldung. Weitere Fragen? Alles beantwortet. Dann sehen wir uns noch vor dem Jahreswechsel wieder, und zwar am 30.12. um 14 Uhr gegen die Fichter und Pinguins Bremerhaven. Unseren Gästen eine gute Heimreise und einen guten Rutsch. Safe travels back home and a good start into the new year. Ja, und Ihnen noch einen schönen zweiten Weihnachtsabend. Bis dann.